Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stöpselkopf. Heute habe ich für euch ein Projekt, wo ich mir, glaube ich, schon so ewig lang Gedanken drum gemacht habe. Und zwar der eine oder andere weiß das noch, kennt dieses Projekt mit dieser Flaschenlampe. Es gab ja auch mal die Lichterkette dazu komplett. Und ich hatte schon jeher immer so den Traum, eine einzelne Flasche so mir hinzustellen. Ich stelle mal das Ganze nochmal nach. Eine Flasche so hinzustellen, so wie sie jetzt da steht, wo aber innen drin Lichter leuchten. Problem ist natürlich an der ganzen Sache hier oben, das jetzt alles durchzubekommen, wollte ich jetzt auch nicht unbedingt so groß versuchen. Und das lag es natürlich nahe, immer irgendwie mal zu versuchen, diese Flasche unten aufzubekommen. So, jeder, der jetzt die letzten Folgen so ein bisschen verfolgt hat, hat ja mitbekommen, dass ich jetzt längere Zeit an diesen Flaschenschneider rumexperimentiert habe. Und jetzt ist es ja tatsächlich endlich mal so weit, dass ich es so hinbekommen habe, dass man da jetzt tatsächlich die Flasche sauber unten abtrennen kann, dass man jetzt so ein Projekt vielleicht noch mal vollenden könnte. Und ich habe mir da jetzt mal ein paar längere Gedanken noch dazu gemacht, wie man das machen könnte, was man vielleicht noch für Gimmicks einbauen könnte. Und da ist jetzt dieses Projekt auch so zustande gekommen. Ich habe mir dann ganz einfach mal online so eine LED-Lichterkette bestellt. Die gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, in unterschiedlichen Längen. Ich habe jetzt mal einfach mal so eine Kombinationslichterkette genommen mit mehreren Farben. Wunderbar war auch an der Sache, dass eine Fernbedienung dazu war. Da habe ich mir nämlich gleich den nächsten Gedankengang dazu gemacht, weil, das zeige ich euch dann auch gleich, das Ganze ja einfach mit dieser Fernbedienung bequem gesteuert werden kann. Und da habe ich mir dann eine ganz spezielle Lichterkette ausgesucht. Und zwar hat die nämlich einen Infrarotanschluss. Ich habe das hier Ganze schon mal in einer Grundplatte verankert. Seht ihr ja hier wunderbar, hier ist der Infrarotsensor. Und das war so das Wichtige in meiner Hinsicht. Ich wollte unbedingt eine Lichterkette, die mit Infrarot arbeitet. Warum, zeige ich euch auch gleich noch. Und ich habe mir dann einfach mal diese kleine Grundplatte hier gebaut. Der eine oder andere wird jetzt auch schon erkennen, woraus die besteht. Und zwar ist das nämlich, das ist mir vor gar nicht so langer Zeit aufgefallen, dass wunderbar dieser Verschluss einer, möchte ich mal sagen, schokoartigen Substanz, dieser Deckel wunderbar hier unten an die Flasche ranpasst, und schon war das Projekt eigentlich letztendlich schon so weit, dass man es anfangen konnte zu bauen. Ich wollte jetzt aber auch nicht großartig jetzt noch erklären, wie man diese Grundplatte baut. Ihr seht jetzt auch gerade unten das Video dazu eingeblendet, wie ich das Ganze gebaut habe. Und ich glaube, so in diesem braunen Ton, wie sie auch die Moscato-Stöpsel haben, gliedert sich das ganz gut ein. Ich habe das ganz einfach nur gemacht, damit es auch ein bisschen stimmig zu dem Stöpsel oben drauf ist. Und unten dran habe ich natürlich auch noch ein paar Füße rangeschraubt, oder wie der eine oder andere auch sieht, Moscato-Stöpsel. Und so hat man eine wunderbare Grundplatte, wenn man einfach den Deckel hier oben drauf schraubt. Ich habe den noch ein bisschen braun mit angemalt, auch wenn die Farbe nicht so wunderbar gedeckt hat. Also so im Kontrast mit dem Weißen hier im Inneren und dann auch der Lichterkette passt das dennoch etwas stimmiger dazu, als man annehmen mag. Und dann habe ich ganz einfach die Lichterkette genommen und habe mir natürlich überlegt, wie kriegst du die jetzt hier rein. Also in dem Fall sind das ja hier 5 Meter und man mag es kaum glauben, eine kürzere ist teurer gewesen. Also das ist jetzt im Komplettset, muss ich betonen, also mit Fernbedienung, Netzteilen und allem drum und dran, hat mich das gut und gern plus 10 Euro gekostet im Versand. Und ich dachte mir, das musst du einfach mal ausprobieren, und ich glaube, es hat sich auch letztendlich gelohnt. Ihr müsst euch natürlich nur Gedanken machen, wie ihr die Lichterkette hier drinnen platziert. Also ich habe mir zum ersten so gedacht, dass man die so spiralartig hier reinlegen kann. Ist Problem, das hier oben so reinzubekommen. Ist klar. So. Da habe ich mir dann gedacht, ja, letztendlich nimmt sich das in den Punkt gar nicht, wenn ich es jetzt spiralartig nach oben mache oder wenn ich die so reinmache, weil, wenn es dunkel ist, ist es dunkel. Und ich habe es mal ausprobiert, es sieht wirklich hervorragend aus, wenn ich das auch so hier mache. Also ich tue das jetzt ganz einfach so zusammenwickeln, damit ich das auch dann bequem in die Flasche stecken kann. Ich habe dann natürlich auch mehrere Versuche. Also das hier ist jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man es innen verkleben kann. Also hier auf der anderen Seite ist ein Klebestreifen, den man einfach abziehen kann. Wollte ich jetzt in dem Punkt nicht machen. Ich hätte es natürlich auch einfach reinkleben können. Aber sollte ja auch so ein bisschen in der Optik so bleiben. Ja, 5 Meter sind ganz schön. Ja. Wunderbar.
So, in der Grundplatte habe ich mir natürlich schon die Stromanbindung zurecht gemacht. Also hier oben kommt ganz einfach das raus für die Lichterkette. Und unten habe ich dann jetzt den Stromanschluss und wie erwähnt den Infrarotanschluss. Da brauche ich das nämlich noch ganz bequem in die Flasche stecken. So, natürlich muss ich es auch anstecken richtig. Hier, so war das. Perfekt. Rein in die Flasche. Naja, der Vorführeffekt macht mir da jetzt wieder einen Strich durch die Rechnung. Aber ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wie es gemeint ist. So, da haben wir das gute Stück drin. Und so sieht das Ganze dann auch aus. Ja, auf den zweiten Blick sieht es dann doch nicht so schlecht aus. So, dann schließen wir das Ganze einfach mal an. Ja. Strom brauchen wir auch noch. So, und dann schalten wir das Ganze mal ein. Und das ist so auch die Funktion, die ich unbedingt wollte, so dass es so in den einzelnen Farben so variiert, dass es sich langsam umstellt. Und so habe ich mir das eigentlich auch so im inneren Auge immer vorgestellt. So wunderbar eigentlich so in der Nähe des Fernsehens. Oder als Nachttischlampe. Man kann ja, das ist ja auch das Wunderbare, man kann ja hier auch einfach in den Funktionen umstellen, wenn man jetzt unbedingt grünes Licht haben will, wenn man blaues Licht haben will, wenn man rotes Licht haben will. Aber ich wollte halt unbedingt diesen Modus haben, wo es so... Oh Gott, wo war er denn? Naja, solche Funktionen hat das Ganze. Jetzt muss ich nur mal... Ah, hier haben wir. Und diese Funktion habe ich mir zum Beispiel so auf den Nachttisch gut vorgestellt. Und jetzt komme ich zu dem, was ich eigentlich sagen wollte mit der Infrarotschnittstelle. Es hat natürlich auch den Hintergrund. Ich habe ein Tablet, was eine Infrarotschnittstelle hat und da tue ich auch bequem immer meine ganzen Geräte in der Wohnung fernsteuern. Also da brauche ich nicht so eine Multifunktionsfernbedienung, die ich jetzt von Raum zu Raum nehme. Tablet habe ich eigentlich so gut wie immer dabei, sei es jetzt um irgendwelche Kommentare zu beantworten oder einfach im Netz zu surfen. Und so kann ich das Ganze nämlich bequem auch am Tablet ein- und ausschalten. Ich muss gerade mal gucken, wo ich es hin habe. Ach ja, hier haben wir es. So, da kann ich jetzt ganz bequem einfach die Lampe ein- und ausschalten. Und das bietet sich halt an. Man kann sich ja, gerade an dem Tablet ist wunderbar, kann man sich jetzt auch so die einzelnen Tasten hier machen mit den einzelnen Farben. Und das wollte ich natürlich unbedingt haben, dass ich es bequem auch am Tablet fernsteuern kann, dass ich jetzt nicht unbedingt die Fernbedienung jetzt noch mitnehmen muss, weil das Problem ist tatsächlich an dieser Fernbedienung, habe ich im Netz gelesen, dass die Batterie zum einen so schnell runter ist und die Tasten hier nicht gerade so die hochwertigsten sind. Also das ist so das Negative, was ich jetzt zu diesem Produkt auch selber sagen kann. Also die Tasten haben nicht wirklich den idealen Druckpunkt, dass es auch wirklich lange Zeit hält. Und daher habe ich mir dann auch gesagt, naja, wenn ich das Tablet dazu habe, brauche ich ja eh nicht mehr die Fernbedienung und kann das ganz bequeme hier einfach jede einzelne Taste in das Tablet programmieren und so kann ich das natürlich eine ganze Weile nutzen. Und ich glaube, für jedermann ist das auch etwas, wenn ich jetzt gerade so auch im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer, Küche, Arbeitszimmer, ich glaube, das passt überall hin, wo man auch eine Lampe braucht und ich denke mal so auch auf dem Schreibtisch sieht das gar nicht so schlecht aus und ja, ich finde es einfach genial. Also ich könnte mich da gar nicht so satt sehen dran. Wunderbares Projekt. Und ihr könnt natürlich das Ganze auch mit anderen Grundplatten bauen. Ihr müsst natürlich nicht mal unbedingt eine Grundplatte machen. Wie gesagt, mit dem Deckel könnt ihr das ganz bequem einfach eigentlich auch so hinstellen. Müsst natürlich nur schauen, wie ihr das Ganze mit den Kabeln bewerkstelligt. Aber so an sich dürfte das natürlich auch nicht das Problem sein. Wie gesagt, wenn ihr das Ganze mal nachbauen möchtet, tut das. Lasst am besten vielleicht noch die Kamera dazu laufen und schickt mir das Ganze. So kann ich das natürlich dann auch vielleicht mal in Stöpselkopf mal präsentieren, was da so rausgekommen ist. Und den einen oder anderen wird das natürlich auch noch interessieren, wer das mal wie ausprobiert hat. In diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche mit einem, denke ich, doch genauso guten Projekt wieder. Bis dahin, macht's schön gut. Ciao!